habe neulich, war ich in Brookhaven unterwegs und habe einen super, super gruseligen Kindergarten hier oben gefunden. Oh mein Gott, da steht auch schon wieder jemand da vorne draußen. Ich glaube, die in dem gelben Anzug ist die Kindergärtnerin. Hi, magst du in unseren Kindergarten kommen? Oh, und da ist ein kleines Mädchen daneben. Sie sagt ja und freut sich. Okay, okay. Bis jetzt alles okay, gar nicht gruselig. Wir haben ganz viele Süßigkeiten, sagt sie. Okay, alles klar, sie versucht Kinder zu rekrutieren. Aber ich habe die letzten Tage habe ich beobachtet, wie immer mehr Kinder in diesen Kindergarten reinkommen und gefühlt kommt nie jemand raus. Keine Ahnung, was da los ist. Aber wir haben da mal ein Auge drauf. Okay, sie gehen jetzt beide rein, alles ist gut. Aber ich weiß nicht, irgendwas habe ich das Gefühl, stimmt hier nicht. Der Kindergarten, okay, der ist jetzt schon eine Weile da und wie gesagt, ich sehe da immer wieder Kinder rein und irgendwas stimmt da nicht. Oh mein Gott, ich sehe es im Chat. Hab gelogen, hehe. Was? Wo sind die Süßigkeiten? Schreibt das Kind. Du bleibst jetzt hier? Nein, Hilfe! Oh mein Gott. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Für immer! Okay, okay, wir müssen schnell handeln. Wir müssen irgendwie rausfinden, was in diesem Kindergarten vor sich geht. Dafür mache ich mich am besten selber als Kind, damit ich auch so tun kann, als würde ich gerne in diesen Kindergarten wollen. Und damit ich schauen kann, was da komisches vor sich geht und warum die Kinder nicht raus können. Okay, wir sind jetzt klein. Es ist der nächste Morgen. Das heißt, eigentlich suchen die bestimmt nach neuen Leuten. Ich klingel vielleicht höflicherweise, aber ich glaube, ich kann hier einfach reingehen. Die stehen hier beide schon da. Hallo? Hi, ich würde gerne in euren Kindergarten kommen. Hi, magst du in unseren Kindergarten kommen? Bist du sicher, dass du hier bleiben magst? Ganz schön komisch. Ja. Ich schätze mal, wieso? Sobald du hier bist, kannst du nie wieder gehen, sagt sie. Oh mein Gott. Okay, okay, wir müssen hier rein. Wir müssen rausfinden, was mit den anderen Kindern passiert ist. Ich sag jetzt einfach mal, ja, ja, ich will auf jeden Fall hier bleiben. Was habt ihr denn hier alles so? Okay, er sagt, hier gibt's Rutschen, Essen und viele andere Sachen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Ich sehe auch gerade irgendwie keinen, obwohl hier so viel... Oh doch, da hinten sitzt jemand im Bällebad. Oh mein Gott, ich sehe es. Oh, ist das das Kind von vorhin? Alles klar, ja, also ich würde gerne hier im Kindergarten beitreten. Es klingt alles cool. Muss ich irgendwas noch machen? Ist das cool? Na dann, herzlich willkommen. Nein, es gibt nichts. Alles klar, ich schätze, dann sind wir jetzt im Kindergarten drin. Cool, dann freue ich mich mal mit den anderen Kindern an, schätze ich. Okay, wir gehen auf jeden Fall ins Bällebad. Oh, das sind zwei Mädchen. Oh, warte, das eine ist das, was gerade dazugekommen ist. Hi. Oh, oh, noch einer sagt das eine Mädchen. Oh Gott, das ist überhaupt gar kein gutes Zeichen. Die sieht auch voll traurig aus. Die hat da ihren Affen in der Hand und guckt, als wäre irgendwie das Schlimmste auf der Welt passiert. Okay, aber warum seid ihr hier? Warum geht ihr nicht einfach? Naja, du weißt schon, dass wenn sie sagen, du bist für immer hier, meinen sie für immer. Okay, das ist gar kein gutes Zeichen. Da hinten laufen auch die ganze Zeit die Kinder. Oh mein Gott, die ist die ganze Zeit hier bei uns in der Nähe. Die andere wäscht. Ich glaube, die kocht gerade was. Aber Frage, hat nicht mal irgendjemand versucht auszubrechen? Also... Der hat ein Fernglas. Warum hat er ein Fernglas und guckt zu uns? Warum ist der... Okay, ich fühle mich hier gar nicht sicher. Aber hat nicht mal jemand versucht auszubrechen? Was ist hier los? Leise, sonst hören sie uns. Oh, der guckt so grimmig da hinten. Ich hoffe, er hat uns nicht gehört. Ich bin seit 3 Jahren hier, sagt das eine Mädchen. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Ich will keine 3 Jahre hier sein. Ich will zu meiner Mama, schreibt das andere Mädchen. Oh mein Gott, die sieht auch so traurig aus. Okay, okay, Leute, ich glaube, wir müssen wegrennen. Ich glaube, wir haben hier keine Wahl. Denkt ihr nicht, wir können einfach zur Tür gehen und rausmarschieren und dann sagen, hey, wir sind weg? Nein, sie haben Waffen? Was? Mein Gefühl war komplett richtig. Irgendwas in dem Kindergarten stimmt nicht. Warum machen die das? Warum sperren die hier arme Kinder ein? Das ist so komisch. Okay, Leute, ich gehe jetzt zu denen und ich frage, ob ich nach Hause gehen kann, okay? Noch haben sie keine Waffe draußen? Bist du dir sicher, dass du Waffen gesehen hast? Ich sehe nämlich keine. Ich meine, der Typ ist komisch. Der hat ein Fernglas. Der steht auch die ganze Zeit so da, als würde er versuchen, uns zu belauschen. Ich hoffe, wir waren leise genug. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Und, so. Hi. Sorry, ich würde gerne nach Hause gehen. Warum guckt er jetzt so traurig? Ich habe ihm noch nichts getan. Lisa, die andere Kindergärtnerin, macht gerade Essen. Ja, aber ich will nichts essen. Ich will nach Hause. Kann ich nicht nach Hause? Ich habe auch überhaupt gar keinen Hunger. Kann ich nicht einfach gehen? Du kannst doch nicht ohne Essen gehen. Okay, dann gehe ich nochmal zu den anderen. Okay, Leute, wir müssen hier einen Plan machen. Wir können hier nicht für immer bleiben. Ich habe gefragt, ob wir gehen können. Dann kommt er an mit, die Lisa macht gerade Essen. Jetzt gibt es da was zu essen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger, ich will gehen. Die haben gesagt, nein, ich kann nicht ohne Essen gehen. Ich glaube, die wollen uns wirklich für immer hier behalten. Der steht schon wieder mit seinem blöden Fernglas da. Falls er näher kommt, habt ein bisschen Auge drauf, dann müssen wir über irgendwas Unverdächtiges reden. Über, keine Ahnung, Kuscheltiere oder so. Oh mein Gott, da kommt näher. Cooler Affe, den du da hast. Wo hast du den denn her? Danke. Von zu Hause. Cool. Denkst du, hier sind noch andere Kuscheltiere oder andere Spielsachen? Hast du nicht auch was? Warte, wie heißt die überhaupt? Ich heiße übrigens Ronja. Sehr verdächtig. Wieso denn sehr verdächtig? Wir sind richtig unauffällig. Nein. Nicht, dass er denkt, wir sind verdächtig. Ich bin Lia. Hi, Lia. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du?
Naja, wird schon nichts sein. Ich heiße Emma. Ich glaube, wir haben ihn jetzt erstmal abgelenkt soweit. So, Leute, ich mache uns einen guten Plan, aber wir müssen uns erstmal unauffällig verhalten. Und dann, wenn alles in der Zeit ist, dann kriegen wir das hin. Okay, wir spielen erstmal mit. Wenn die uns Essen geben, dann setzen wir uns da hin und essen das. So, Mädels, Essen, ruft der Typ. Okay, cool, Essen, so einen Hunger haben wir. Juhu. Ich glaube, die Frau hat auch schon die ganze Zeit gekocht. Essen sieht super aus. Dankeschön, du hast dir sicher richtig viel Mühe gegeben beim Kochen. Ich mag kein Fleisch, sagt Lia. Darf ich was anderes? Ja, ich esse auch nicht so gern Fleisch. Könnte ich vielleicht auch was anderes haben? Pfannkuchen? Okay, willst du Pfannkuchen? Ja, 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 ich will auch Pfannkuchen. Ja, ich will auch, sage ich. Und Dale sagt, okay, dann warte ich kurz hier. Okay, dann gibt's noch richtiges Essen. Oh, da kommt sie schon mit den Pfannkuchen. Das ging schnell. Oh, danke schön. Scheint dir wirklich wichtig zu sein, dass wir hier was essen. Na gut, aber Pfannkuchen sehen lecker aus. Dann hau ich mal rein. Psst, Leute, nicht essen. Da ist Schlafmittel drin. Was? Oh mein Gott. Hast du das bei den anderen Kindern gesehen? Ja. Okay, dann müssen wir so tun, als ob wir es essen, damit die keinen Verdacht schöpfen, dass wir hier versuchen auszubrechen. Das schmeckt aber gut. Ich hatte schon so lange keine Pfannkuchen mehr. So schön aufessen, damit ihr stark und groß werdet. Gut, ja, ja, also ich habe eigentlich alles aufgegessen. Wie sieht's bei euch aus? Oh, ich habe auch. So langsam könnte ich ein Schläfchen vertragen. Ich bin irgendwie super müde geworden. Sie sagt auch, lecker, das beste Essen. Okay, ich zeig euch eure Zimmer. Alles klar, dann kommen wir mal mit. Oh, hier geht's noch eine Etage hoch. Machen die das wirklich? Sperren die einfach die armen Kinder ein und dann sind die... Oh mein Gott, hier ist eine Riesenrutsche, wie cool! Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Hier sind eure Betten. Warte, aber hier sind nur zwei Betten, wir sind zu dritt. Was ist denn mit da hinten? Können wir nicht hier schlafen vielleicht? Bei den Betten? Dann könnten wir nämlich alle zusammen schlafen. Sie sagt, okay, gut, weil sonst müssen wir uns irgendwie nachts an dem Schlafzimmer von den anderen vorbeischleichen. Ich glaube, das wäre ein bisschen Krise. Dann lass uns hier hinlegen. Dann gute Nacht! Gehen die? Bitte gehen sie. Er sagt schon wieder, Dann schlaft gut und kommt morgen früh zum Frühstück. Werden wir auf jeden Fall. Gute Nacht, danke fürs leckere Essen. Andere Mädchen sagt auch gute Nacht. So Leute, okay, ich habe einen Plan. Ich habe vorhin gesehen, dass es noch einen kleinen Gang Richtung Keller gibt. Ich denke, wenn wir uns alle in diesem Keller verstecken und am nächsten Morgen, wenn die anderen beiden aufwachen, keiner von uns mehr hier ist, dann müssen sie ja nach uns suchen gehen. Und ich nehme an, dann suchen sie erstmal drin. Aber dann suchen sie vielleicht auch die Nachbarschaft ab. Und während sie dann draußen sind, nehmen wir die Möglichkeit und rennen raus. Wie klingt das? Ganz gut. Gute Idee. Okay, dann lass uns mal an der Treppe vorbeischleichen. Dann gar nicht zu Mama, sagt das eine Mädchen. Oh nein, ja, ja, wir kriegen dich hier raus. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Okay, pst, dann folgt mir einmal alle. Wir gehen jetzt hier die Treppe runter. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist ja auch noch nicht wirklich Nacht. Also normalerweise müssten wir auch noch gar nicht schlafen. Oh nee, die stehen direkt unten. Okay, Leute, vielleicht Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir warten bis in die tatsächliche Nacht und dann warten wir, bis die schlafen gehen. Und dann schleichen wir uns raus. Leute, ihr bleibt mal kurz hier oben. Ich guck mal, wie die Lage unten ist. Weil wenn wir unsere Karten richtig spielen, falls sie nicht abschließen, können wir natürlich schon vorher hier raus. Mist, okay, es ist abgeschlossen. Okay, unauffällig, unauffällig. Ich tue so, als ob ich noch was lesen wollte, weil ich noch nicht müde genug bin. Entschuldigung. So, hier. Ich sitze nur da. Ich lese nur. Hey, was machst du da? Ich wollte noch was lesen. Sehr komisch, sagt er. Ja, tut mir leid, ich konnte noch nicht schlafen. Vielleicht kann ich einen Kakao haben. Das hilft mir immer beim Einschlafen zu Hause. Okay. Oh, den darf ich wahrscheinlich auch nicht trinken. Da ist vermutlich auch Schlafmittel drin. Cool. Okay, den darf ich nicht trinken, den darf ich nicht trinken, den darf ich nicht trinken. Ich gehe dann mal wieder hoch schlafen. Gute Nacht. Leute, ganz schlechte Nachrichten. Die Tür ist abgeschlossen. Wir müssen wirklich warten, bis die draußen sind und actually nach uns suchen, damit sie auch die Tür aufmachen müssen. Okay, dann tun wir so, als ob wir schlafen, wenn sie hochkommen. Okay, da ist sie schon. Ich bin langsam auch müde, ich gehe mal schlafen. Okay, hat keiner Verdacht gekriegt. Wir brauchen noch den Mann, der muss auch auf jeden Fall noch hochkommen. Ich auch, sagt er. Okay, gut, dann warten wir jetzt noch kurz, bis sie eingeschlafen sind. Und dann macht euch bereit. Okay, dann schleichen wir hier raus und dann nächsten Morgen sind wir frei. Endlich! Okay, perfekt. Dann kommen wir jetzt hier raus. Kommt alle mit? Jetzt müssen wir hier die Treppe runter. Nicht, dass sie irgendwas hören. Ganz, ganz leise sein. Okay, hier hinten rum. Zack. Und... Oh mein Gott! Das ist perfekt! Das ist genau, was wir gebraucht haben. Okay, wir müssen trotzdem leise sein. Nicht, dass sie uns hören, aber das ist so ein gutes Versteck. Ich habe Angst! Oh nein! Es wird alles gut. Okay, wir müssen nur die Nacht hier unten irgendwie durchhalten. Dann am nächsten Morgen wachen sie auf, finden keinen von uns im ganzen Kindergarten. Und dann müssen wir ja irgendwie, keine Ahnung, ich gucke dann immer mal wieder hoch. Wir müssen dann irgendwie rausfinden, ob sie rausgegangen sind. Das wird schon, das wird schon. Nee, am besten wir legen uns hin und versuchen noch mal ein bisschen Schlaf zu kriegen. Aber wir müssen morgen früh rechtzeitig wach sein. Und dann gute Nacht, bis morgen. Wo
Wo sind die Kinder? Hä, wo sind sie hin? Oh Gott, Leute, Leute, aufwachen, Leute, aufwachen. Ich glaube, es ist soweit. Ihr habt auch den Wecker oben gehört, oder? Ha, was ist los? Alles gut, es geht alles nach Plan. Okay, ich versuche mal hochzugucken, um zu gucken, ob ich die oben irgendwie sehen kann. Ja, da ist er, da ist er, der sagt irgendwas. Ich habe doch gewusst, dass sie was planen. Vielleicht haben sie es rausgeschafft. Das ist schon mal gut, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, sie gehen sich ja gleich draußen nach uns suchen. Hier ist nichts, siehst du was, schreibt sie. Ich glaube, sie sind draußen. Oh, aber sie sind direkt vor der Tür. Ich würde nochmal drinnen gucken. Oh mein Gott, er hat eine Waffe. Sie hat nicht gelogen. Gott, ich wünschte, ich wäre für immer im Keller geblieben. Oh mein Gott, warum hat er jetzt so glühende Augen gekriegt? Warum sind beide hier? Jetzt bitte findet nichts. Ich hoffe, sie kennen nicht den Geheimraum. Hier ist nichts, schreibt der eine. Was? Vielleicht sind sie auf dem Klo oder so. Gut, dann gucken die scheinbar jetzt nochmal auf dem Klo. Das ist aber okay, weil das ist weit weg von mir. Okay, sie sind weg. Oh mein Gott, das war knapp. Das hätte nicht so knapp sein sollen. So. Okay, Leute, die sind da oben wirklich mit Waffen, die laufen da rum. Der Mann hat auf einmal richtig weirde, rotglühende Augen. Super unheimlich. Hab's doch gesagt, sie haben Waffen. Wir sollten hier unten sein, bis Lilifee kommt. Was meinst du? Wir finden sie schon. Oh mein Gott, die sind wirklich hartnäckig. Ab nach draußen. Oh mein Gott, perfekt. Ich gehe doch mal hochgucken. Oh, oder in die Nachbarschaft. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Alle direkt mit hochkommen. Ich glaube, wir sind in der Nachbarschaft. Wir müssen jetzt raus. Das ist unsere Möglichkeit. Die Tür ist auf. Sie stehen noch vorm Haus. Aber vielleicht suchen sie gleich die Nachbarschaft ab. Sie haben bestimmt ja auch diesen Van. Ich gehe überall klingeln, sagt die eine. Das ist nicht die Nachbarschaft, wenn sie nur beim Haus gegenüber klingeln. Oh ja, sie sind links. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube... Ja. Okay, Leute. Okay, jetzt rennt. Rennt, 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 soweit ihr kommt. Wir müssen hier einfach so weit vom Kindergarten weg wie irgendwie möglich, damit die uns nicht wiederfinden. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Da vorne ist ein Haus. Vielleicht können wir uns da erstmal verstecken. Da lässt uns sicher jemand rein und muss uns nicht für immer drin behalten. Oh mein Gott, nein! Nein, 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 da hinten ist ein Van mit den Kindergärtnern. Oh mein Gott, sie haben Waffen. Sie schreiben, hey du, lauft! Haben wir euch? Nein. Sie haben uns doch noch erwischt. Okay, Leute, dann war es mit dieser Folge. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr ein paar 2 wollt. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt gefangen von den Kindergärtnern. Oh mein Gott. Das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn ihr einen Teil 2 wollt, dann liked unbedingt das Video. Und falls er schon draußen ist, dann verlinke ich den euch.